Ja, schön, dass Sie sich noch Zeit genommen haben für ein kurzes Interview nach der Ringvorlesung. Dann komme ich jetzt auch zur ersten Frage. Kann unter anderem durch die Aufforstung von Wäldern so viel CO2 gebunden werden, dass die Anreicherung dieses Klimagases in der Atmosphäre neutralisiert wird? Oder anders gefragt, können biologische Negativemissionen langfristig den anthropogenen Klimawandel verlangsamen? Aufforstungen sind eine effiziente, aber mit Sicherheit keine vollständig ausreichende Möglichkeit, um den CO2-Anstieg in der Atmosphäre zu bremsen. Aber das Potenzial ist natürlich dadurch begrenzt, dass die Fläche begrenzt ist. Um Aufforstungen zu haben, die richtig gut wachsen, braucht es gute Böden, also eigentlich genau die fruchtbaren Böden, auf denen jetzt schon Ackerbau betrieben wird. Und dann kommt man ganz schnell in Nutzungskonkurrenzen. Und die Vorstellung, die manche Forscher haben, dass wir eine halbe Milliarde Hektar Flächen in der Welt aufforsten können, also 3% der Landfläche aufforsten können, ist schon sehr, 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 sehr mutig. Ich glaube, dass wir viel früher schon an Grenzen kommen, was Wasser, was Nährstoffe, was Nahrungsmittel angeht. Aber ein kleiner Beitrag durch die Aufforstung ist sicher möglich und auch sicher erforderlich, weil mit Emissionsminderungen allein werden wir den Anstieg vom CO2 nicht langsam genug hinbekommen, damit sich auch Pflanzen und Tiere an den Klimawandel anpassen können. Es hat in der internationalen und nationalen Klimapolitik hat das Thema bislang noch keine große Rolle gespielt. Was ist denn oder was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit das mehr in die Politik getragen wird und auch wirklich Ergebnisse zu finden sind, dass wir das in den Klimamaßnahmen, die wir ja auch schon durchführen, dass das auch da Anklang findet? Die Politik hat historisch Angst vor den CO2-Senken gehabt, was viel mit den Diskussionen 1997 in Kyoto zum Kyoto-Protokoll zu tun hatte. Dort hat man Emissionsminderungsziele beschlossen und danach erst noch Maßnahmen zu CO2-Senken durch Aufforstung zum Beispiel dazugenommen, sodass es klar war, eigentlich wollte man die Ziele nur mit Technologie erreichen und dann hatte man noch eine zusätzliche Maßnahme, die es natürlich leichter gemacht hat. Und so hat diesen CO2-Senken eigentlich immer so der Nimbus der Zielverwässerung den Weg in die Praxis versperrt. Aber wir diskutieren ja immer wieder neu über schärfere Ziele, über ambitioniertere Ziele. Und dann kann es jetzt allein schon ein Schritt sein, zu sagen, wir wollen mehr erreichen, als wir bisher bis 2030 versprochen haben. Und das tun wir mit CO2-Senken, indem wir auch in Deutschland mehr auf Agroforstsysteme, die ja auch ein bisschen Kohlenstoff speichern können, mehr auf Kaskadennutzung, vielleicht auch auf CO2 aus Biomasse-Kraftwerken entnehmen oder so setzen. Vorausgesetzt, wir wissen dann auch hinterher, was wir mit dem CO2 anfangen wollen. Und das kann ja auch sein, dass wir es erstmal nur stofflich nutzen und nicht unbedingt in irgendwelchen Kavernen unterirdisch speichern. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Probleme, die einer praktischen Umsetzung von biologischen Negativemissionen im Moment noch im Wege stehen? Im Moment fehlt es an verschiedensten Anreizen. Die Technologien und was man eigentlich tun müsste, Maßnahmen zum Humusaufbau, Maßnahmen zum Biomasseaufbau, durch Aufforstung, durch Agroforst, sind ja alle längst bekannt, aber sie rechnen sich nicht. Es fehlt an den finanziellen Anreizen, es fehlt an der an der gesellschaftlichen und politischen Forderung, diese Maßnahmen auch zu tun und an den Rahmenbedingungen, die auch wirklich ökonomisch interessant machen. Nur wenn es einen geradezu kulturellen Wandel in der Landwirtschaft gibt, weg von reinen annuellen Kulturen hin zu mehr Agroforstsystemen, hat man eine Chance, auch in Deutschland in der Landwirtschaft mehr Kohlenstoff zu speichern. Andererseits haben wir in Deutschland mit Moorböden auch ganz kleine Flächen, die riesige Hotspots von Emissionen sind. 5% der deutschen Treibhausgase kommen aus diesen 5% Landfläche, 1,5 Millionen Hektar vielleicht. Und da ist der große Teil land- und forstwirtschaftlich genutzt. Und diese Böden
wieder zu vernässen und Nutzungsformen zu finden, die mit der Nässe dann hinterher umgehen zu können, ist eigentlich die prioritäre Aufgabe im Moment. Dort kann man nicht nur dann Emissionen mindern, sondern auf Flächen, die sich dafür eignen, vielleicht sogar auch wieder Torfwachstum generieren, und damit hat man auch eine langfristige CO2-Senke. Beim Wald in Deutschland ist es so, dass er eigentlich schon in einer Art und Weise genutzt wird, wo so die Balance zwischen stofflicher Nutzung, Bauholz und nachwachsenden Rohstoffen versus Bioenergie eigentlich so mehr oder weniger da ist, wo man denkt, ist das Optimum. Da würde ich sehr wenig ändern wollen und hoffen, dass die Anreize, so wie sie jetzt sind, auch erhalten bleiben.